Hey Leute, da sind wir wieder, wa? Was haben wir heute vor? Schaut mal, wir haben hier ein wunderbares Ribeye-Steak. Seht ihr das? Guckt euch mal die Marmorierung an. Lecker, lecker, lecker. Ja, da haben wir unseren Opti-Grill wieder. Dazu werden wir unseren Mieter mitzunehmen. Der steht ja hier. Ne? Zum Würzen werde ich hier ein Steak- und Grillwürz nehmen. Ist keine Werbung, auch nicht bezahlt. Alles selbst gekauft. Ja, was brauchen wir noch? Bier brauchen wir noch. Vom Fleisch brauchen wir mal ein Bier. Prost auf euch. Jo, gut, wie gesagt, hier haben wir die Einstellung vom Mieter. Ich mache das auf 55 Grad, seht ihr ja. Ne, da werden wir jetzt den Mieter auch erstmal rinstechen in die dickste Stelle. Um mal zu gucken, wie viel Temperatur er schon hat. So, ich will das heute mal kontrollieren mit dem Mieter. Ja, machen wir Beginn. Ja. Jetzt auch okay. So, wir haben jetzt eine Fleischtemperatur von 20 Grad. Ich habe es ein bisschen schon rausgenommen, dass es nicht so kalt drauf kommt. Seht ihr ja. Ja, jetzt berechnet er erstmal die Garzeit. Wir werden mal gucken, wie lange jetzt der Opti-Grill braucht und ob die Farben auch so ein bisschen hinhaut. Jo, gut. Also wie gesagt, der heizt jetzt vor. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Wa? Also macht erstmal gut. Bis gleich. So Leute, der Grill vorheizt. Seht ihr ja. So, dann werden wir mal das Fleisch nehmen. Nehmen wir die Zange, mein Spatz. Und dann schön hier runter. Ja. Ja, und dann legen wir das einfach immer rum, ne? Ja. So, dann machen wir mal den Deckel zu und dann schauen wir mal, wie lange das jetzt braucht. So. Wie gesagt, die Garzeit wird ja jetzt ermittelt durch die Hitze. Da schauen wir jetzt einfach mal. Ja, dann wird es da bestimmt gleich gefunden haben. Ja, das dauert immer ein bisschen, wenn er sich einstellt. Ja, außen seht ihr, die Temperatur steigt rasend. Ne, so, guck mal, beobachten mal die Innentemperatur. Gut, wir lassen ihn jetzt erstmal so weit ein bisschen durchgaren und dann sage ich euch mal, wie lange wir gebraucht haben. Jetzt haben wir 19,29. Schauen wir mal. Also sagt euch dann mal Bescheid. Also ich würde sagen, bis gleich, wenn es fertig ist. Macht es gut. So Leute, dann sind wir wieder. Schaut mal, jetzt ist es fertig, hat geruht. Jetzt nehmen wir unseren Mieter natürlich raus. So, dann werden wir erstmal mal einen klassischen Mittelschnitt machen. So, ihr dürftet als erstes sehen, wie es aussieht. Ja, ich denke, es ist ein gelungener Versuch. Sieht sehr saftig aus. Ja, ist nicht durch. Gut, dann werden wir uns erstmal mal ein paar Tranken runterschneiden und mal kosten. Aber guck mal, wie saftig das ist. Und guck mal, ich hab hier schon einen Besuch bekommen. Kaum ist das Fleisch fertig, wer steht denn daneben schon wieder und will was haben? Der Hund. Gut, dann wollen wir mal runterschneiden. So, ja, dann schaut mal. Ich denke mal, das ist ein gelungener Versuch. Seht ihr ja. Gut, wie gesagt, dann werde ich das Gewürz ein bisschen nehmen und einfach ein bisschen rüberstreuen. Ja. Jo, und dann bleibt das nur schon weiter über. Weil es wäre einfach zu kosten. So. Na dann, kosten wir da einfach mal. Leute, kann ich sagen, dieser Opti-Grill ist super. Also, mit Fleisch ist geworden, geschmacklich ist es gut. Und dieses Steak- und Grillgewürz finde ich sehr gut. Ich finde die Firma generell sehr gut. Das ist keine bezahlte Werbung. Aber die Salze von denen sind wirklich super. Gut. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir mal einen Kommentar da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert hat, macht ein Abo. Jo. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, der Balkon-Griller.